und herzlich willkommen zu einem ersten Let's Play auf diesem Kanal zu Myst Survival in der Early Access Alpha Version. Wir starten mit einem neuen Spiel und ja Leute, ich glaube, das wird gut, denn dieses Spiel ist wirklich interessant, muss man einfach mal sagen. Und wir dürfen, glaube ich, sehr gespannt sein, was uns erwartet. Ich habe schon eine knappe Stunde gespielt, bevor wir das Let's Play hier aufnehmen, so dass ich so ein bisschen Vorinformationen habe etc. Und natürlich schon mal so ein bisschen die Spielmechanik durchgegangen bin, damit ich jetzt nicht gleich komplett lost bin, die ersten 10 Folgen. Dementsprechend, ja, Freunde, habe ich schon ein bisschen reingeguckt für euch und auch für mich, weil sonst wird es ein langweiliges Let's Play, wenn ich keine Ahnung habe, was hier überhaupt abgeht. Und ja, Leute, so sieht's aus. Und jetzt geht's los. Vor 3 Jahren ist etwas Mysteriöses passiert. Ein mysteriöser Nebel hat alles umschlossen. Doch dieser Nebel war giftig und viele Leute sind gestorben. Und einige wenige sind sogar wieder auferstanden. Doch wir sind Gott sei Dank immun gegen den Nebel und müssen nun ums nackte Überleben kämpfen. Ich würde sagen, Freunde, let's go. So. Wir sammeln erstmal alles ein, was wir finden. Denn das ist immer eine gute Taktik, wie ich finde. Ja, ich weiß. Komm her, du Hühnchen. Man kann Hühner auch züchten, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe. Aber wir haben auch jetzt gerade gar nichts, um das Huhn umzulegen. Ne? Nur eine Säge. Säge können wir nicht benutzen, so wie ich mir das gedacht habe. Auge juckt. Oh, eine Ast. Irgendwelche Autos oder so in der Nähe? Oh. Es ist schon wirklich brutal, denn nachts geht hier die Hölle los. Und auch wenn der Nebel kommt, der kann auch tagsüber kommen, dann ist hier echt was los. Muss man mal ganz... Oh, ein Auto. Das können wir aber nicht fahren. Nichts drin. Hoffentlich hat das wenigstens, man muss seine Autos nämlich reparieren, wenn man die nämlich fahren möchte. Zeige ich euch gleich. Hey, hallo, Components. Oh. Ja, ist halt Early Access, ne? Da kann sowas nochmal passieren. Mann. Unter der Haube finden wir hier nämlich Sachen wie eine Zündkerze. Und wir brauchen also, um ein Auto zu betreiben, Benzin. Kann man entweder einfüllen oder ausfüllen. Zündkerze, Motor, Batterie und, wer hätte es gedacht, 4 Reifen. Aber das muss man sich halt auch erstmal zusammensuchen. Hier haben wir zum Beispiel schon mal einen Reifen. Ein Brett. Das brauchen wir zwar nicht fürs Auto, aber Brett ist auch immer gut. Noch ein Auto, das könnte man auch fahren, aber das sieht nicht besonders fahrbereit aus, aber das werden wir uns aufbereiten. Wir installieren mal Tyree und Zündkerze. So. Jetzt brauchen wir nur noch Batterie, Motor und 3 andere Reifen. Also nur noch ist gut. Aber Reifen nochmal. Und dann werden wir auch in dieses Auto, in den Kofferraum, die Sachen machen, die wir jetzt schon gefunden haben. Stein. Das. Beere. Na komm. Die bringt sowieso nichts, ungefähr eine Beere. Hier liegt ein Anhänger. Ist hier zufällig ein Reifen oder so? Nee, aber gut. Ich hätte zwar lieber einen Reifen gehabt, aber... Man kann ja nicht alles haben.
Hier können halt auch überall Zombies oder Menschen sein. Also man muss schon wirklich aufpassen. Hier ist nichts, das ist kein... Achtung, Bären. Da sollten wir uns also in Acht nehmen. Nehme ich. War da noch was? Nee. Bitte. Och nö, wenigstens eine Batterie. Kanister könnten wir auch gebrauchen, um Wasser und so abzufüllen. Aber hier ist sowieso auch nichts drin. Wir gehen aber mal hoch. Da habe ich bis jetzt immer gute Erfahrungen gemacht mit den Türen. Perfekt, jetzt haben wir wieder keinen Platz. Nähzeug. Tausche ich mal gegen sowas, weil das sind Sachen, die finden wir in der Natur. Während wir Nähzeug, glaube ich, eher weniger in der Natur finden werden. Okay, jetzt war es hier nicht so spektakulär, wie ich dachte. Ich habe hier nämlich schon ein paar Mal echt gute Sachen gefunden. Hey, oh. Wo war denn jetzt, wo habe ich denn jetzt meinen Kram reingemacht? Da, gib mir meinen Ast wieder. Oh, da ist noch mehr. Wasser. Jackpot. Und Muni. Würde ich einfach mal gegen den Ast tauschen. Dann könnte ich meinen Ast doch wieder haben. Oh, Knife. Ey. Inventar weg. Und jetzt nehme ich das Knife und rüste das aus auf die 2. Und jetzt kann ich auch meinen Ast wieder mitnehmen. So. Fertig. Bestens. Schade. Oh, ein Reifen. Oh nein, ich habe keinen Platz für einen Reifen. Nix drin. Noch ein Tyree vielleicht. Nix drin. Ding ist, wir bräuchten halt einen schönen Spot, wo wir campen können. Beziehungsweise am besten wäre natürlich ein Haus. Aber ich glaube, vom Haus sind wir aktuell noch ganz weit entfernt. So, was hatte ich jetzt für den zweiten Reifen? Alter, dauert der zu lange. So. Dann nimm mal das. Das. Habe ich Durst? Drink until enough. Dass man das jetzt nicht so umfüllen kann. Ich lasse jetzt die 400 Milliliter hier. Das kann auch nochmal hierher. Das nehme ich mit, das nehme ich auch mit. Munition brauche ich jetzt eigentlich noch nicht, aber ich nehme es mal trotzdem mit, falls wir jetzt irgendwie diese Waffe finden dazu. So, mehr ist hier nicht. Ich bin hier festgeglitscht. Ah, doch nicht. Gott sei Dank. Am LKW war ja nada. Hier müssen wir uns aber erinnern. Hier steht unser Auto. Merkt euch das. Merkt euch das. Und unser Camp müsste hier sein, ne? Jo.
Dich, kleines Hühnchen, hole ich mir. Ich habe einen Huhn gefangen. Oh, was soll ich damit jetzt machen? Ich kann damit halt auch nichts machen. Ich habe keinen Käfig, ich habe gar nichts. Kann ich es in mein Auto sperren? Ist es jetzt meins? Ja, also ich weiß nicht, ob wir das jetzt behalten dürfen. Keine Ahnung. Einfach mal einen Huhn gefangen. Ach ja, jetzt sag ich das. Aber das scheint da jetzt zu bleiben oder so, ne? Das bleibt da jetzt einfach. Ich meine, ist ja nicht schlecht. So ein Huhn kann man immer mal gebrauchen, ne? Da hinten ist irgendwas, so eine Wohnwagensiedlung oder sowas. Wir müssen nur gucken, dass hier keine Leute sind. Sieht aber leer aus, oder? Hier scheint niemand zu sein. Bestens. Dann können wir hier natürlich schön looten. Wenn es hier was zu looten gibt, ich weiß ja nicht, was hier so ist. Was ist das denn? Ein Riegel? Noch mehr Rope? Nicht Rope hier. Naja, ihr wisst. Schade eigentlich, dass man nicht jedes Auto auseinandernehmen kann. Hunger. Gut. Ah, noch mehr. Ach, shit. Müssen wir zufällig was essen? Das war dumm, das zu essen. Egal. Hätte ich mal lieber das hier gegessen. Egal, egal, egal. So. Jetzt gehen wir wieder zurück zu unserem Loch da hinten. Und dann schauen wir mal. Ah, hier ist ja noch ein Rucksack. Ach, das ist gar nicht unsere Base gewesen. Hier ist eine andere Base. Ist die besser? Hm. Ja, aber wo ist denn dann unsere Base? Da hinten irgendwo, ne? Oder irre ich? Also notfalls ist halt hier eine andere Base, da hätten wir aber unser Auto verloren, das wäre nicht so gut. Ich komme halt auf diese Map überhaupt nicht klar, ehrlich gesagt. Das ist halt mein Problem, dass ich mit der Map nicht klarkomme. Der Akku von meiner Kamera geht gerade leer. Ich würde sagen, das war eine kurze Folge, dafür machen wir die nächste ein bisschen länger. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, meine lieben Freunde, haut rein. Und ciao. Mit V.